This is Deutsche Welle, the DZGE TV channel 68 commercial TV station owned and operated by European Broadcasting Union under permit number BSD 1342-2019 operating until December 31, 2021 operates with a power of 125 kilowatts duly licensed by the National Telecommunications Commission. Is located as San Pablo City, Laguna. This is Deutsche Welle TV channel 60 is now signing on. Bilang tanda ng ating pagka-Pilipino, atin bigkasin ang panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Pinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Isabuhay natin ang pagiging makabayang Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Euromax Highlights, die Höhepunkte der Woche. Das sind unsere Themen. Im Hafen. Beim America's Cup in Valencia hat jedes Team seine eigene Edellounge. Im Rampenlicht. Beim Label Comptoir de Cotonnier führen Mütter und Töchter Mode vor. Im Atelier. Bei Sibylle Hohmann machen alte Flaschen Karriere. Euromax Highlights. Im Studio Maike Krüger. Hallo aus Berlin. Sie sind die Gipfelstürmer auf dem Drahtseilakt. Und auch wenn die Bilder, die Sie gleich sehen werden, ziemlich atemberaubend sind, wird es wohl trotzdem nicht so viele geben, die danach sagen werden, ja, das möchte ich auch mal machen. Denn sie spannen ein Seil über einen Abgrund und wagen darauf eine Art Seiltanz. Und das Ganze hat auch einen Namen, Slacklining. Anfang der 80er hat es sich in den USA entwickelt und mittlerweile gibt es auch hier in Europa immer mehr dieser scheinbar vollkommen angst- und schwindelfreien Abenteuer.